und herzlich willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's, dem Spiel zum kommenden Film. Wir machen da, wo wir aufgehört haben, genau. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und ich weiß gar nicht mehr, warte mal, doch, wir sind hier reingekommen, ne? Sind wir hier durchgekommen, hier reingekommen? Was war nochmal Ziel? Kindergarten, ne? Mit dem Kita-Pass in die Kita gelangt. Genau, das haben wir schon geschafft. Gregory, I am unable to reach you. Check the daycare security desk for a security badge. Then let me in. And let me in. Und wir müssen hier runterrutschen, genau. Ja, stimmt. Letztes Mal haben wir das Ganze gesehen. Ja, Alter, was für ein Kindergarten, Mann. Wie schön. Auf geht's. Holy shit. Na, dich kennen wir doch. Dich wollen wir nicht. Oh, wie geil ist das denn? Nein. Oh, nö. Und tschüss. War hier wieder rein? Hallo. Vorsichtig machen, vielleicht? Nein! Friend, you're sure up late. Are we having a slumber party? Where are all your friends? We can finger paint, tell stories, drink fizzy pies until our heads explode, and then stay up all night. There is only one rule: keep the lights on. Okay. Hey, are you having fun yet? Are ya? Warte mal, wir müssen da mal weiter. Ich muss den irgendwie austricksen. Nee, sobald ich laufe, hält er mich wieder fest. Okay. Okay. Rutsch ins Wunder, der Sicherheitsabzeichen beschaffen. Wo ist der Sicherheitstisch? Wo ist der Sicherheitstisch? Da, das sieht gut aus. I've got a new friend. This area is off limits. You're gonna get us in trouble. Sicherheitsabzeichen. Sicherheitsabzeichen öffnen dir nummerierte Sicherheitstüren. Die Sicherheitsstufe des Spielers wird auf der Fazwatch festgelegt. Ah, okay, alles klar. Don't you want a puppet show? I have glitter glue. You like glitter glue? Google it out. Alter. Oh, no! Why would you do that? Lights on! Lights on! I warned you! Digga, entspann dich mal. Wer kommt jetzt? Okay. Oh nein. Naughty boy. It's past your bedtime. You must be punished. 99. Oh Gott. Wozu zwischen mir? I don't know what you did, but the lights are out in the daycare. You need to find the emergency backup generators and turn them on. Notfallgenerator. Okay. Scheiße. Nein, wir können auch nicht mal speichern. Holy. Taschenlampe. Nice. Halte E gedrückt, um deinen Taschenlampe aufzuladen, aber Vorsicht, das Aufladen dauert seine Zeit. Okay, ich halte E gedrückt, es passiert nichts. Oh, verstecken, versteck dich nur. Okay, ich glaube, bei der Taschenlampe stimmt was nicht. Scheiße, loser. Was war hier? Hier war was. Nein! Ey, wieso kann ich die denn nicht aufladen? Warte mal. Ich muss die wahrscheinlich an dem Gerät selber aufladen. Okay. Das ist ja keine Kurbeltaschenlampe wie in
Was habe ich denn neulich gespielt? Wo man die Taschenlampe aufladen musste. Das hat mir irgendwie nicht gefallen. Weiß ich nicht. Okay. Tja, den Safe Point hatten wir natürlich nicht. Immer ein bisschen orientieren. Warte mal, hier hinten jetzt reingehen. Aber das eine Taschenlampe wird schon funktionieren. Okay, muss aufgeladen sein. Hab ich? Lights on! Lights on! I warned you! I warned you! Lampe ist voll, sieht gut aus. 0 von 5? Oh, Scheiße. Ah, linke Maustaste hier. Ja, guck mal. Wo bist du, Lümmel? Hier kann er nicht hin, ne, oder? Nee, darf er nicht hin. Wie schnell geht ihr alle? Scheint anscheinend ein bisschen zu dauern. Aber wie kann ich ihn abhängen? Das wäre mal interessant. Wahrscheinlich hinter diesen Kisten hier, ne? Sind denn hier Generatoren, ey? Niemals. Müssen die bestraft werden. Da haben wir eins. Batterie-Upgrade für Taschenlampe. Das klingt gut. Ach cool, guck mal, die ist auch wieder voll direkt. Haben wir keine Karte? Nee, ne? Ich glaube auch nicht, dass es hier Generatoren gibt. It's past your bedtime. Wo sind Generatoren? Bad children must be found. Oh, der Sound kommt von hinten. Ist er. Liegt er? Er fliegt. Ach nee, er hängt an so einem Seil. Das ist irgendwie ekelhaft.
Boah, der ist ziemlich nah. Oh, komm schon, gib mir noch irgendwas. Da hinten leuchtet's. Da hinten ist was. Mit dem da, okay. Bin ich da nicht eben hergekommen? Nee, ne? Oh, Alter. Junge! Was? Wo bist du? Mann, ey! Den hört man hier überall. Ich muss hier irgendwie hochkommen. Das sieht gut aus. Ah, hier, Kabel, oder was? Kabel verfolgen. Okay, das ist ein Anhaltspunkt. Das ist schon mal gut. It's past your bedtime. So, da unten ist er. Die Sau. The children must be found. Okay, guck mal, das geht hier weiter. Das geht auf jeden Fall direkt runter. Ich könnte mal wieder aufhören. Wo es nachher zu spät ist, ne? Guck mal, da geht's rein. Wo bist du, Lümmel? Da ist er. Schwebt da rein. Wo war denn der Schreibtisch, der Sicherheitstisch? Ich glaube da hinten, ne? Da hinten ist er, ja. Alter. Mann, ey. Ja, aber wenn die Mucke so lauter wird, dann sieht er uns. Also hier sieht er uns schon, kann hier aber nicht hin. Von daher wird es auch schwieriger, von hier immer wieder wegzukommen. Steine Pfoten. Komm auf die andere Seite, bitte. So, und die Dinger kommt da nicht rein anscheinend hier. Ist schon mal gut. Da haben wir einen. Da kommen wir hin, wenn wir uns von oben fallen lassen, ne? Sehe ich das richtig? Nee, da oben ist dicht. Irgendwie über eine Rutsche. Okay. Da ist noch einer. Aber ich will erstmal hier hoch. Dass wir gucken. Scheiße, hier geht's auch mal wieder runter. Da ist noch einer. Zwei. Kommen wir hoch? Ja, wir kommen hier hoch. Sauber. So, so komme ich da rüber. Und da unten war noch einer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder? Alter, er kann sich richtig verlaufen.
Was? Der ist über mir irgendwo hier, ne? Okay, das sind nur kleine Durchgänge. Hier, ich gehe hier mal rüber. Alter, hier ist echt keine Ahnung wohin. Das sieht aber gut aus. Ja. Oh nein. It's past your bedtime. So, irgendwo unten war doch noch einer da, wo dieser der Stern war. So, jetzt brauchen wir nur noch den unteren bei dem Stern. Wie kam ich da hin, ey? Oh, Digga! Der kommt ja doch hier rein. Die alte Arschkrampe. Wo geht's denn jetzt hier runter? Nein, das war's. Nein! Und ich kann nicht speichern, ne? Ernsthaft jetzt? Ach du Scheiße. Also ab dem 4. kommt er dann wahrscheinlich auch rein und macht ein bisschen mehr Druck. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Habe ich schon gesagt, dass das scheiße ist? Das ist scheiße. Ich hole euch gleich wieder dazu, ne? You must be punished. Und tschu. So, da wollen wir zusammen gucken. Ich habe gerade gesehen, ich glaube, das ist der beste Weg, erstmal reinzukommen. Die von vornherein zu verfolgen, die Kabel. Nummer 1. Was ging da hin? Guck mal, hier geht jetzt noch eins weg. Mhm. Ja, schwierig. Du kannst die Kabel zwar verfolgen, aber das ist dann nachher immer eine Wand dazwischen. Da musst du natürlich ausweichen und landest wieder sonst wo. Das ist echt Glück, die Wege hier zu finden. Das ist Glück. Scheiße. Das ist der, den wir vorhin von oben gesehen haben. Von da oben. So, und alle anderen müssten jetzt hier sein. Da drüben. Da komme ich nicht raus. Nee, ne? Oder? Nein, kommt noch nicht. Alter, kann sein. Ich will die Lampe nochmal aufladen. Okay, kommt sehr schnell. So, jetzt sind wir schon mal drüben. Ist gut. Doch nicht. Scheiße! Es geht nicht weiter. Mann, ey! Nein, komm schon! Digga! Also das hier ist richtig ärgerlich, dass man hier nicht speichern kann, ne? Ja, komm hier rüber bitte.
Adrian must be punished. So, jetzt gehen wir den Weg wieder ab. Der war auch irgendwo da hinten. Der dritte. Bei dem waren wir auch noch nicht, ne? Durch die blaue Rutsche kommen wir da hin. Guck mal, da geht die lang. Der macht hier wahrscheinlich einen Bogen und landet direkt da unten. Das ist sie nicht. Da ist sie. Das könnte sie sein. Geht nach da und dann vielleicht runter. Da drüben, oder? Ja. Auf jeden Fall gibt es ja auch noch das Taschenlampen-Upgrade. Den habe ich schon. Warte mal. 2 von 5. Hey, hier waren wir schon? Nix gut, nix gut, nix gut, nix gut, nix gut. Ja, hier mit der andere. So, und beim vierten geht er natürlich ab. Ja, das hast du schon gesagt, mein Lieber. Wir brauchen noch einen und dann den letzten. Dann wird's ärgerlich kompliziert. Ah, hier kommen wir jetzt hier wieder hoch. Beim dritten schon. Okay. Nee, hier waren wir schon. Ich muss erstmal wieder ganz runter. Ich muss die Taschenlampe aufladen. Kein Bock, dass die mir nach... Oh, Alter. Dass die mir einen Strich durch die Rechnung macht. Da waren wir. Puh. Hier kommt er trotzdem nicht hin, oder? Nee, das wäre ja blöd, das ist so safe. Ja, komm schon. Das ist scheiße, Mann, wenn du nicht weißt, wo du hin musst. Hier unten hatte ich einen. Da unten hatte ich einen. Das war hinter diesem Sternsymbol. Dann hatte ich oben noch einen, oder? Nee, da drüben hatte ich zwei. Also hatte ich da drüben einen. Glaube ich. Nein, hier reingehen ist auch gar nicht klug. Ich muss einfach schnell ablaufen, denn ich habe keine Ahnung, wo der ist. Kein Scheiß. Keine Ahnung. Oh,
weißt, der krabbelt hinter dir her, ne? Du weißt immer nicht, wo er ist. Das ist so ätzend, ey. Alter. Oh, du bist ja schon da. Ey, warum ist der denn so schnell? Da kannst du gar nicht hinterherkommen, Mann. Vor allem, weil das so ein übles Labyrinth ist. Okay, Leute, bis gleich. Also ich hole euch gleich beim letzten wieder mit dazu. Sobald ich es geschafft habe, ne? Sonst ist hier todeslangweilen. Bis gleich. Boah, war das ein Krampf. Leute, eigentlich wollte ich, bevor ich den letzten eingeschaltet habe, euch wieder dazu holen. Aber ich habe nachher natürlich rausgefunden, dass wenn du die Taschenlampe anmachst, er dich natürlich sieht. Du darfst sie nicht zu lange anmachen. Alter, das war ein Krampf hier. Bestimmt eine Viertelstunde nochmal gemacht. So, und jetzt haben wir wieder Ruhe oder schaltet er das Ding wieder aus? Alter Schwede, du. Alter Schwede, du. So, jetzt wollen wir wieder runter. Halt die Halle an, ich muss hier irgendwo runter. Okay. Oma. Das macht mir gerade gar nichts. Ja, bleib da drin, mach die Tür zu. Dieser Bereich ist gesperrt. Mach weg. Oh. Jump in. We need to get out of here now. Jump in. They have found you. Ach, da ist er. Alter, die habe ich ja gar nicht bemerkt. Nein, ne? Ich hoffe, ich habe einen Safe Point gehabt. Also einen automatischen. Das ist nicht dein Ernst. Leute, bis gleich. So, Freunde der Sonne, da bin ich wieder. Sage und schreibe einen Tag später. Ernsthaft. Ich habe das gestern noch so lange probiert, bis ich nachher einfach keinen Bock mehr hatte. Der hat mich so aufgeregt, also ich konnte einfach nicht mehr. Bestimmt eine Stunde habe ich es probiert und kurz vorm Ende hat er dich immer wieder erwischt. Der fängt so an zu rennen nachher in diesen Gängen. Und ja, jetzt heute habe ich bestimmt auch nochmal eine halbe Stunde probiert. Habe mir jetzt ein YouTube-Video dazu angeguckt, wie der beste Laufweg ist, denn echt, ich war kurz davor, das Spiel zu löschen, obwohl ich es ja geil finde, ne? Aber solche Szenen, die so übertrieben sind. Oh Mann, ey. Okay, ist egal. Jetzt habe ich gespeichert hier auf jeden Fall. Mal habe ich gespeichert danach. Jetzt nehme ich alles ruhig hier. Wenn ich da jetzt durchgehe und das wieder verkacke, da will ich hier meinen Safe Point nämlich haben. Jo, wir haben die Security-Karte Level 1. Komm mal hier raus. You are banned from the detail. Security Alert! Security Alert! Alter, hast du. Jump in. We need to get out of here now. They have found you. Oh, das war close. Go upstairs. And do not worry. They cannot find you while we are together. Okay. Puh, erstmal durchatmen, mit Freddy aus der Kita entkommen. Nobody will miss you. Hau die doch einfach platt, geht das nicht? Ja. Für immer Ruhe. Lucky Stars Gift Shop. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas Schönes. Mann, ey. Alter, ich glaube, ich saß noch nie so lange an einem Game in so einer Szene. Deswegen, ich habe das schon gemerkt, deswegen habe ich auch gesagt, ich hole das später wieder mit dazu. Ihr merkt den Unterschied jetzt natürlich nicht. Das ist alles zusammengeschnitten, denn aber das ist schon krass gewesen. Ja, da stellt man sich die Frage, ist das so ein Kinderspiel? Natürlich eigentlich nicht, ne? Und es ist eigentlich gar kein Kinderspiel. Was rede ich da? Es ist kein Kinderspiel. Aber vielleicht dann so für die jugendliche Richtung, bis hin zu Erwachsenen, ne? Es ist eben so ein bisschen auf Comic gemacht. Ich denke schon eher, dass das ein Erwachsenenspiel ist. Das kann schon echt unter die Haut gehen. Und von daher sollte das vielleicht auch schwer sein, ne? Lobby.
Was geht hier auf? Zeit im Auge behalten. Am Ende jeder Stunde musst du in eine Ladestation, sonst wirst du geschnappt. Stationen sind auf der Festkarte markiert. Okay, mein Akku sieht auch ganz gut aus. Wir sind fast out of time. We need to get to a recharge station immediately. Every hour the power is diverted to the recharge stations. When that happens, okay, the lights go out. And when that happens, the daycare attendant is free to roam the building. It will find you. Wo gibt's eine Ladestation? Ich denke mal, hier werden keine stehen, oder? Oh, achso, okay. Am Ende jeder Stunde, 12:55. Was haben wir jetzt gekriegt? 12:56. Ach du Scheiße, ich muss schnell eine Station finden. Wirklich schnell. It's past your bedtime. Bitte? Nein, nicht du schon wieder. Geh mir nicht auf Eier. Nicht dein Ernst jetzt. Der kommt 12:57. Hier gibt es keine Ladestation. Aber er kann durchgehen, das ist gut. Ah, war nicht hier hinten eine? Ja, da ist eine. Wieso müssen die sich denn nicht aufladen? Okay, was passiert? What was that? That is a fountain. A fountain is a decorative reservoir used for discharging water. Not the fountain. You didn't see the dancing rabbit lady right in front of us? No, I did not. There is no rabbit at the Mega Pizzaplex. Not anymore. This is crazy. It's like the whole place is trying to get me. I am not. Why? I do not know. I want to help you. Maybe they want to help you too. I doubt it. For some reason, you're different. Okay. Good news. The front doors will open in 5 hours. Good news? 5 hours? Yeah. I'm not gonna last 5 minutes! Do not panic. If we get separated again, you can always call me on your fast watch. As long as I have power. And I am able to reach you. Freddy anrufen. Drücke Q und hole so Freddy zur Hilfe. Okay. Wieso haben die das nicht vorhin schon erzählt? Echt jetzt? So, was haben wir hier? Was haben wir vorhin eigentlich bekommen? Drücken Tab. Kundenbeschwerde. Komisch, Teile waren unterschiedlich, passen nicht zusammen. Ein Stück hatte sogar einen anderen Belag. Aus dem Müll geholt. Okay. Mein Sohn hatte noch nie Schlafprobleme. Nach einem Abend in der Kita weigerte er sich einzuschlafen, wenn kein Licht brennt. Er weint und weint und weint. Und wenn ich dann doch das Licht anlasse, macht er ins Bett. Hm, komisch. Was passiert denn da wohl in der Kita? Lass mich rein da. Hopp, hopp, hopp. Ja, komisch. Nee. Nichts, gibt's nichts, gibt's nichts, okay. Warte mal, können wir jetzt jederzeit eigentlich zurück und ihn aufladen? Also es sieht voll aus, ne, aber... Können wir nicht, nein. This way, da wollen wir nicht mehr hin. Speichern wollen wir aber, das ist eine sehr gute Idee. Kann er da? Nein. Und wieder rein hier. Zoom-dupen. So Leute, Folge haben wir zusammen.
Nein, wir machen noch ein bisschen weiter. Wir machen noch ein bisschen weiter. We should get moving. You can access the main atrium with your new security badge. Okay, ja. Sie hier? Sie ist nicht hier. Gregory, I have identified two possible exit points. The main loading dock is located under the food court on the first floor. There is also a fire escape in the third floor prize counter. Check your fast watch. I will mark both locations on your fast map. It appears that you have no fast map. You should be able to obtain one from the greeter on the center balcony. Ein Begrüße auf dem mittleren Balkon. Karte einsammeln, das Lager dort unter dem Food Court auf Ebene 1 finden. Das Tombola-Sicherheitsbüro auf Ebene 3 finden. Okay, okay. Ja. Drücken Tab nochmal? Nein. So, was hat er gesagt? Sicherheitsebene, ne? Auf so einem Begrüßungsbalkon. Wo ist der Begrüßungsbalkon? Komme ich hier weiter? Ne. Ja. Achso doch, wir fahren doch. Ja, moin! Monty Skater Golf. Und Kids Love. So, mal gucken. Vielleicht kommen wir auch irgendwann an. Sieht gut aus. Schnell rein da. Wer weiß hier, wer weiß, wer hier vor der Tür lauert. Was? Please take this map. Alter. Take a map. Okay. Ach, das ist der Begrüßungsbord. Okay, alles klar. Thank you. Please enjoy. Free okay. Map. Okay. Okay, die tun uns gar nichts, ja? Free Map. Free Map. Okay, Free Map ist gut. Taschenlabe. Die Taschenlabe lampen wir erstmal auf, genau. So, Ladedock. Das haben wir gefunden. Ladedock unter dem Food Court. Auf Ebene 01. Das Tombola-Sicherheitsbüro auf Ebene 3 finden. Wenn ich ihn nicht benutze, muss er auch... verliert er auch keine Energie, oder? Kann ich die jetzt auch nutzen hier? Nein, okay. Die sind mir aber noch nicht so ganz geheuer, um ehrlich zu sein. Und der Herr eben. Vielleicht war es nur der Begrüßungsbot, das kann natürlich sein. Der hier die guten Karten verteilt. Eine Free Map. Alles andere wäre auch schlimm. Und da hinten ist irgendwas mit Food. Gucken wir uns mal um. Richtig rund. Warte mal, war die hier offen? Nee, ne? Was hat er gesagt? Jetzt habe ich wieder nicht zugehört. Nein. Boxy, wo ist sie? Kommt sie irgendwo hoch? Nein, wo bist du? So, was haben wir hier?
nichts machen, ne? Mann! Schreck mich doch nicht so. Das ist mein Handy nicht leise. Gegenstand erforderlich. Okay, brauchen wir eine Platte, damit wir scratchen können. Leute, wo ist hier Peggy oder Piggy? Wie hieß sie? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, nichts von beiden. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht rüber. Hier ist Ende. Komm runter. Alter. Kitzkopf. L. Chips. Von Chips hat er was gesagt. Da hinten. Irgendwas hat er von Chips gesagt. Warte mal, komme ich hier durch? Sind wir einfach nur in die falsche Richtung geflitzt. Ich glaube, da ist ein Spalt offen oder auch nicht. Keine Ahnung, vielleicht geht's ja auch. Wir gucken einfach mal. Hauptsache Peggy läuft hier nicht rum. Aber der andere Dulli. Boah, der fährt nicht hier hinten durch, oder? Ja, doch. Money! Okay. Chica. Ah, Chica hieß sie. Wir nennen sie einfach Peggy. Nee, warte mal. Sie kommt nicht rein, ne? Nicht, dass ich mir hier den Safe Point kaputt mache. Roxy und Chica. Roxy, genau. Roxy und Chica. Wieso sind die jetzt alle hier? Okay, du machst ja nix, oder? Scheiße, hier hinten geht ja gar nichts mehr. Warum sollte ich denn hier rein? Er hat extra gesagt, hier Chips Room ist offen. Oder wie auch immer er das gesagt hat. Hier hinten geht es wahrscheinlich dann weiter. Okay. So, meine Lieben, das soll es jetzt aber gewesen sein für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken und würde ja fast sagen, vielen Dank für eure Geduld, aber ihr brauchtet die Geduld dann auch nicht mehr. Schön zusammengeschnitten. Fertig, ne? Sonst wären schon 2, 3 Folgen wieder raus gewesen, aber es hat mich so viel Zeit gekostet. Das war leider wirklich ein bisschen nervig. Aber jetzt geht's direkt weiter. Und ja, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Solltet ihr neu hier sein, lasst mir gerne ein kostenloses Abo da. Wenn ihr es nicht wollt, ist das auch in Ordnung. Gerne eine Bewertung, ein Däumchen oder so, ne? Und dann macht euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag oder Abend. Tschüssikowski und bis bald, Dinski.